Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer Folge Forest Village. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich habe das nämlich eine kleine Zeit lang vorher schon aufgenommen. Und ja, Moment, wir schauen mal. Wir haben drei Fischer, wir haben drei Jäger, drei Samen. 1, 2, 3. Einen Sammler, zwei Fischer, drei Jäger, drei Felder und einen Forstwirt. Okay, gut, gut, gut. Hier ist die Sammlerhütte, hier der Jäger, der Forst und hier die drei Felder. Wie sieht's aus hier? Wir sind im Spätsommer. Wird das jetzt erst angepflanzt? Wird dieses Feld hier jetzt erst angepflanzt? Hier bauen sie ab. Und hier ernten sie normalerweise auch. Moment. Auf Schnelligkeit 5. Ja, hier wird auch abgebaut. Hier weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Feuerholz könnten wir so langsam, aber sicher jemanden einsetzen. Wenn wir jemanden frei hätten zum Einsetzen. Am Anfang ist das wirklich sehr kompliziert, weil man einfach überhaupt nicht viele Leute hat und ja, da man muss einfach schon alles am Anfang haben. Man braucht Nahrung, man braucht Ressourcen, man braucht Holz, man braucht alles und man kann einfach nichts bzw. nicht viel machen, weil uns die Leute fehlen. Okay, hier sind zwei. Das ist die Schneiderei. Ja, das können wir auch nicht machen, keine Kleider machen, weil uns der Flachs fehlt. Hier wohnen 4 von 5 und hier 5 von 5. Okay, das heißt, wir haben noch ziemlich viel Platz für neue Leute. Ich lasse das mal so. Ah, das ist so schön. Wie macht man... Oh. Wie kann ich... Ich weiß es nicht. Ich wollte hier mal alles ausblenden, weil ich einen Screenshot machen wollte, aber ich weiß nicht, wie man das hier alles ausblenden kann. F2? Nein. Nee, F5. Ah, F11. Okay. Ich drücke mal Pause. Ah, das ist so schön. Also das Spiel fasziniert mich einfach so sehr. Ich finde das mit der Grafik wunderschön. Ich liebe einfach so Spiele, so ruhige Spiele wie das hier, dieses hier, wo man aufbauen muss mit wunderschöner Grafik. Einfach Hammer.
Und dann eine schöne Musik so im Hintergrund laufen. Hammergeil. Okay, was könnte ich jetzt noch machen? Das steht uns eigentlich auch so zur Verfügung. Das ist das Ressourcensammeln. Was ich machen hätte können, war anstatt von 3 Feldern vielleicht ein Obstfeld. Also ein Garten. Das Problem ist jetzt, wenn ich einen Garten jetzt zum Beispiel hier drüber baue, fehlt uns das Personal zum Arbeiten. Für was anderes fehlt uns sowieso Stein. Davon haben wir nur noch 18. Einfach, weißt du was, ich baue einfach mal einen Garten hier hin. Moment. Wir haben ein Gewitter, ich speichere das Spiel. Ja, und dieses Mal speichere ich auch richtig und ich lade nicht einen neuen Spielstand, einen alten Spielstand. So. Ui, 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 ui. Ich denke, das sind... Da müsste 4x4 Bäume sein. Ich mache es so. Genau. Ich hoffe... Ja, dass der Flachs abbauen. Das hier abbauen und hier auch ernten, bitte. Jetzt heißt es schnell ernten, damit so viel wie möglich von dem Ganzen reinkommt. Noch haben wir Plusgrade, das heißt, ein bisschen kriegen wir noch rein. Wie sieht's fischtechnisch aus? Wir haben vier... Oh, oh wow. 1306 Fisch. Also wenn das nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Ich habe mir auch vielleicht, also gedacht, vielleicht die Häuser so zu bauen, dass... Hier haben wir zum Beispiel den Sammler. Der muss ja dann von dort hierhin gerannt kommen und so immer so weiter und so fort. Ich habe mir gedacht, das Haus dann vielleicht nebenan zu bauen. So können diejenigen, die dann Sammler sind, dort einziehen, damit sie nicht so weit hin und her pendeln müssen. Und dann vielleicht irgendwo so mittig eine Scheune und ein Dingens Lagerhaus zu bauen. Okay, 50 Flachs. Das ist nicht viel, aber nicht schlecht. Mir fehlen noch 84 Kartoffeln und hier 32. Ah, wenn die kaputt gehen, ist jetzt auch nicht dramatisch. Wir haben noch so viele, so viel Gemüse. Jedoch haben wir kein Obst für diesen Winter. Das ist ein bisschen... So. Wir sind 2 Bären nebeneinander. Sekunde.
Ich nehme mal kurz die Kontrolle über dich. Uiuiui. Sorry, Bär. Aber wir brauchen Fleisch. Hallo. Das zerreißt mir schon ein bisschen das Herz, dass man Tiere umbringen muss, um Fleisch zu essen. Aber das ist einfach viel zu lecker. Ich kann da nicht widerstehen. Okay, noch ein bisschen. Bitte, bitte. Ja, das werden wir nicht mehr alles reinkriegen. Abernten können. Ja. It's too late. Wir haben unsere Ernte verloren. Aber naja. So schlimm ist das jetzt, denke ich, nicht. Es ist 6 Flachs pro Kleid, das heißt, wir können uns 12 Kleider machen. Wir sind zu 15. Ist jetzt nicht sehr gut, aber wir machen halt das Beste draus. So, einen Fischer mehr, einen Jäger mehr. Und hier werden dann Kleider hergestellt. Ich setze das auf Maximum 30. So weit werden wir jedoch nicht kommen. Aber nicht schlimm. Ist jetzt nicht so dramatisch. Also nahrungstechnisch sieht es wirklich sehr gut aus. Wir haben über 1300 Fisch und über 1300 Gemüse. Uns bleiben fast 750 Brot übrig. Ja, das Einzige, was mangelt, ist Fleisch und Obst. Aber darum werden wir uns dann in der nächsten Folge kümmern. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.